7. Dezember 2003. Mumbai, Queensland, Australien. Es ist 3 Wochen vor Weihnachten und der 13-jährige Daniel Morcombe plant, an diesem Nachmittag zum Sunshine Plaza Einkaufszentrum zu fahren, um dort einen Haarschnitt zu bekommen und im Anschluss Weihnachtsgeschenke für seine Familie zu kaufen. Gegen kurz nach 1 macht er sich auf den Weg zur Kiel Mountain Road, um dort noch pünktlich den Bus zum Einkaufszentrum zu erwischen. Obwohl es auf dieser Landstraße keine Bushaltestelle gab, nahmen die Busfahrer in der Gegend häufig Leute mit, die an einer bestimmten Stelle am Straßenrand warteten, direkt unter einer kleinen Brücke. An dieser inoffiziellen Bushaltestelle wartet Daniel auf seine Mitfahrgelegenheit, denn hier würde sein Bus um etwa 13.35 Uhr vorbeifahren. Die Minuten vergehen und eigentlich müsste der Bus schon längst dort sein. Wie sich später herausstellt, hatte der Bus einen technischen Defekt und blieb bereits einige Zeit früher auf dem Weg liegen. Ein Ersatzbus erreicht um kurz nach 2 die Brücke an der Kiel Mountain Road, wo Daniel bereits seit einer gefühlten Ewigkeit wartete. Was Daniel jedoch nicht wusste, der Busfahrer hatte den Auftrag, ohne Zwischenstopp zum Ziel zu fahren, da er schon mehrere Minuten Verspätung hatte. Dies sollte eigentlich kein großes Problem sein, denn ein zweiter Bus fuhr mit einem Zeitabstand von etwa 1,5 Minuten hinterher. Der erste Fahrer sagt über Funk Bescheid, dass dort am Straßenrand unter der Brücke noch Leute warten, die der zweite Fahrer bitte mitnehmen soll. Nur 90 Sekunden später erreicht auch der zweite Bus die Brücke, doch weit und breit war keine einzige Person zu sehen. Daniel war verschwunden. Über die nächste Zeit beginnt ein Ermittlungsverfahren, das schon bald als eines der aufwendigsten Verfahren in der Geschichte von Queensland gilt. Es dauert ganze 8 Jahre, bis Daniels lebloser Körper gefunden wird. Den Ermittlern wird klar, dass es sich nun nicht mehr um einen Vermisstenfall handelt, sondern um einen Mord. Der Name des Täters, Brett Peter Cohen, ein langjähriger Hauptverdächtiger in dem Fall mit schwerer krimineller Vorgeschichte, dem die Ermittler während einem ausgeklügelten Undercover-Einsatz nach Jahren endlich ein Geständnis herauslocken können. In den nächsten Minuten schauen wir uns an, wie es zu dieser abscheulichen Tat kommen konnte und wie die Ermittlungen bis zur Verhaftung von Brett Cohen führten. Wenn du keine spannenden Fälle mehr verpassen möchtest, dann kannst du diesen Kanal gerne kostenlos abonnieren. Vielen Dank und viel Spaß mit dieser kurzen Dokumentation. Brett Peter Cohen wird am 18. September 1969 als dritter von 4 Söhnen in Bunbury geboren, eine mittelgroße Stadt an der Westküste Australiens. In dem katholisch geprägten Elternhaus ging es meist streng zu und der Vater der Familie, Peter Cohen, war nur selten zu Hause bei Frau und Kindern. Er war ein ranghohes Mitglied der australischen Armee, der bereits in Vietnam gedient hatte und unter einer posttraumatischen Belastungsstörung litt. In den 1970er Jahren zog die Familie Cohen nach Queensland, an die Ostküste Australiens. Hier wohnten sie in einem Vorort von Brisbane, wo Brett Cohen zusammen mit seinen 3 Brüdern, Robert, Michael und Paul, das Marcelin College besuchte, eine katholische Highschool im Norden von Brisbane. Sein damaliger Englischlehrer aus der 9. Klasse berichtet, dass Cohen bei anderen in seinem Alter äußerst unbeliebt war, da er regelmäßig andere Kinder hänselte und unpassende sexuelle Bemerkungen machte. Dies widerspricht jedoch den Aussagen mancher ehemaliger Mitschüler, die Brett Cohen als einen ganz gewöhnlichen und unauffälligen Typen in Erinnerung haben. Einige von ihnen erzählen, dass Brett immer in Ordnung schien und sie reagierten überrascht, als sie all die Jahre später von den Anklagen gegen ihren ehemaligen Mitschüler erfahren. Cohen bricht die Schule während der 10. Klasse ab, nachdem er selbst einige Zeit lang von anderen gehänselt wurde. Er hält sich daraufhin mit verschiedenen Gelegenheitsjobs über Wasser, jedoch behält er keinen dieser Jobs länger als ein paar Monate. Während seiner Jugend fällt es Brett zunächst schwer, seine eigene Bisexualität zu akzeptieren und er wird über die Jahre verhaltensauffällig. Seine Mutter beschreibt ihn damals als ein ziemlich anstrengendes Kind und in seiner Jugend kommen kleinere Verbrechen hinzu. So stahl er beispielsweise immer mal wieder Geld von seiner eigenen Mutter. Er konsumierte bereits mit 17 Jahren regelmäßig verschiedene Rauschmittel und sammelte zu dieser Zeit auch die ersten Anzeigen wegen Diebstahl. Er wird 1987 zu einigen Sozialstunden verurteilt, die er in einem Park in der Stadt Brisbane abarbeiten sollte. Am 5. Dezember 1987 eskaliert das Verhalten des damals 18-jährigen Cohen zum ersten Mal komplett, als er während seiner Arbeit im Park einen 7-jährigen Jungen in eine öffentliche Toilette lockt und sich an ihm vergeht. Es dauerte nicht lange, bis dieses Verbrechen aufflog und Brett Cohen bekommt 1989 seine erste Haftstrafe von 2 Jahren. Nach nur einem Jahr wird er jedoch wieder auf Bewährung entlassen.
1993 wohnt Cohen mit seiner damaligen 18-jährigen Freundin gerade auf einem Campingplatz in Darwin, einer Stadt an der Nordküste Australiens. Hier begeht er wieder ein ähnliches Verbrechen an einem 6-jährigen Jungen, der nach dem Übergriff in eine nahegelegene Tankstelle lief, sodass die Polizei kontaktiert werden konnte. Ermittler erreichen kurz darauf den Campingplatz und Brad Cohen bestreitet bei seiner Befragung jegliche Art der Beteiligung. Immer wieder versucht er, von sich abzulenken und sagt Dinge wie: "Ich hoffe, ihr findet dieses Schwein." Dieses Schauspiel findet schon bald ein Ende, als die Polizisten alle männlichen Bewohner des Campingplatzes um eine freiwillige DNA-Probe baten, bei der Brad Cohen als einziger seine Mithilfe verweigerte. Die Polizisten überprüfen seine Vorgeschichte und entdecken schnell, dass Cohen 1987 bereits wegen einem ähnlichen Verbrechen verurteilt wurde. Mit diesen Informationen befragen sie ihn kurz darauf erneut und Cohen gibt schließlich zu, der Täter gewesen zu sein. 1994 wird er daraufhin zu 7 Jahren Haft verurteilt, von denen er wieder nur die Hälfte absitzen muss, also 3,5 Jahre. Während Cohen wieder in Haft sitzt, werden psychologische Untersuchungen beauftragt. Hierbei wird er als pathologischer Lügner eingestuft, dem es an einem tiefergehenden Bewusstsein für die Schwere seiner Taten mangelt. Laut dem Bericht ging er beispielsweise in seiner Vorstellung davon aus, dass der kleine Junge ihn gar nicht anzeigen würde, weil alle ja angeblich Spaß dabei hatten. Im Gefängnis wird er auch von seiner damaligen Freundin mit den Vorwürfen konfrontiert. Als sie ihn fragt, ob er etwas mit diesem Verbrechen zu tun habe, bekommt sie von ihm keine Antwort. Seiner Freundin wird klar, was er getan hat, und sie bricht sofort jeglichen Kontakt zu Cohen ab. Zu dieser Zeit schiebt Cohen seine Übergriffe auf den jahrelangen Konsum verschiedener Rauschmittel. Erst nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis im Jahr 1997 gibt er zu, dass er kranke sexuelle Vorlieben besitzt, die das eigentliche Problem darstellen. Er wird daraufhin zu einem Rehabilitationsprogramm für Sexualstraftäter verpflichtet und zieht bei seinem Onkel und seiner Tante ein, ein Pastorenpaar, welches an der Sunshine Coast im Osten Australiens lebt. Nur etwa ein Jahr später zieht er jedoch wieder aus. Sein Onkel, bei dem er lebte, beschreibt die damalige Situation bei einem späteren Interview so: "Nach einiger Zeit verschlechterte sich Brads Verhalten bei uns zu Hause, besonders nachdem er sein eigenes Auto hatte. Während er noch auf Bewährung war, blieb er abends lange weg und ging zu ungewöhnlichen Zeiten in der Nacht davon, meistens mit der Begründung, dass er sich mit Freunden trifft oder angeln geht. Nachdem wir ihn auf einige persönliche Probleme angesprochen hatten, die uns sehr am Herzen lagen, beispielsweise seine Lügen, wurde unser Verhältnis zu Brad immer angespannter, bis er irgendwann auszog und sich eine eigene Wohnung nahm." 1998 zieht Cohen dann im Alter von 29 Jahren zusammen mit einer Frau, die er aus der Kirche kannte, in eine gemeinsame Wohnung in Biewa, einem kleinen Ort an der Sunshine Coast, etwa 80 Kilometer nördlich von Brisbane. Die beiden heiraten nur etwa ein Jahr später und bekommen 2 Kinder. Ab 1999 besucht Brad regelmäßig die lokale Kirche und gerät nicht weiter in Konflikt mit dem Gesetz. Dann, im Dezember 2003, ereignet sich schließlich das Verschwinden des 13-jährigen Daniel Morcombe, der an einer abgelegenen Bushaltestelle plötzlich wie vom Erdboden verschluckt war, nachdem ihn ein Busfahrer am Straßenrand stehen lassen musste. Nur 90 Sekunden später kam ein zweiter Bus, doch zu diesem Zeitpunkt war Daniel nicht mehr dort. Bei späteren Befragungen des ersten Busfahrers wird klar, dass Daniel nicht allein an der Bushaltestelle stand. Unter der Brücke stand ebenfalls ein erwachsener Mann, der genau wie Daniel auf den Bus zu warten schien. 90 Sekunden später fehlt sowohl von dem Jungen als auch von dem unbekannten Mann jede Spur. Später am Abend kommt Daniel nicht zurück nach Hause und seine Eltern informieren die Polizei, um den 13-Jährigen als vermisst zu melden. Die Polizisten nehmen sofort die Ermittlungen auf und überprüfen ihre Datenbanken auf ehemalige Straftäter in der näheren Umgebung, die in der Vergangenheit durch Verbrechen an Kindern in Erscheinung getreten sind. Schnell stoßen sie auch auf den Namen Brad Cohen, der zur Zeit von Daniels Verschwinden nur etwa 30 Kilometer entfernt wohnte. Einige Tage nach dem Verschwinden des Jungen wird er von der Polizei befragt und streitet vehement ab, auch nur irgendetwas mit der Sache zu tun zu haben. Einer der Polizisten, die Cohen damals befragten, war sich schon nach der ersten Begegnung sicher, dass Brad Cohen in irgendeiner Weise in das Verbrechen verwickelt ist. Bei dem Gespräch gab Cohen als Alibi an, dass er zu der Zeit des Vorfalls bei einem Bekannten zu Hause war, um dort einige Gartengeräte abzuholen. Hierbei blieb jedoch noch ein Zeitfenster von etwa 30 bis 40 Minuten offen, für das er kein Alibi vorweisen konnte. Die Ermittlungen dauern weiter an und verschiedene Zeugen sagen aus, an dem Tag von Daniels Verschwinden ein blaues Fahrzeug in der Nähe gesehen zu haben. Diese Beobachtung lenkt die Aufmerksamkeit der Behörden auf einen anderen Mann.
Douglas Jackway, ebenfalls ein Sexualstraftäter aus der Gegend, dessen Auto zu den verschiedenen Beschreibungen der Zeugen passte. Leider fehlten die Beweise, um einen der beiden Männer zu überführen, und die Ermittlungen liefen weiter. Ganze 6 Jahre später werden die Verdächtigen im Fall Daniel Morcombe erneut verhört. Diesmal vor Gericht, in Anwesenheit von Daniels Eltern. Bei der Anhörung sagt der damals 42-jährige Brad Cohen aus, er habe mit Daniels Verschwinden nichts zu tun. Dann sagt er Folgendes: Wie ich der Polizei schon sagte, und es tut mir leid, wenn das böse klingt, dachte ich, es ist irgendwie lustig, dass sie immer noch denken, ich hätte etwas damit zu tun. Als man ihn dann fragte, was er daran lustig findet, erklärt er, dass die 35 Minuten, die nicht von seinem Alibi abgedeckt wurden, nicht ausreichen würden, um einen Jungen zu entführen und ihn zu ermorden. Des Weiteren gibt er an, dass er in diesem Zeitraum bei einem Dealer war, um dort Cannabis zu kaufen. Spätere Ermittlungen ergeben jedoch, dass der Dealer zu der Zeit gar nicht da war. Brad Cohen hatte also gelogen. Er und seine Frau lassen sich 2003 schließlich scheiden und es dauert nicht lange, bis sie vor Gericht zugibt, dass sie ihren Mann auch bei dem anderen Alibi gedeckt hat, weil sie vor Liebe blind gewesen sei. Eigentlich war er an dem Tag von Daniels Verschwinden ganze 5 Stunden lang aus dem Haus. Nun war Brad Cohen ganz klar der Hauptverdächtige und es fehlten nur noch die Beweise, um ihn zu überführen. Die Polizisten hörten zu dieser Zeit von einer Undercover-Ermittlungstechnik aus Kanada namens Mr. Big. Bei dieser aufwendigen Methode geben sich einige Polizisten als Mitglieder einer kriminellen Organisation aus. Im nächsten Schritt locken sie dann den Verdächtigen in diese Organisation und gewinnen als angebliche Verbrecher sein Vertrauen, um ihm ein Geständnis über eigene Straftaten zu entlocken. Was zunächst wie aus einem Hollywood-Film klingt, hatte in vielen Fällen bereits funktioniert, weshalb es auch bei den Ermittlungen rund um Brad Cohen ein Versuch wert war. Im April 2011 schaffte es ein Undercover-Polizist tatsächlich, sich an einem Flughafen mit Brad Cohen anzufreunden. Der Polizist gab sich als Paul Fitzsimmons aus, angeblich der Boss einer kriminellen Vereinigung. Er und Cohen blieben in Kontakt, während weitere Polizisten in ihre Rollen als angebliche Verbrecher eingeführt wurden. Die Undercover-Polizisten nahmen Cohen zu verschiedenen vorgespielten Verbrechen mit, sodass dieser den Eindruck hatte, es handele sich bei den Leuten wirklich um Kriminelle. Sie bieten ihm auch an, ein Alibi für ihn zu erfinden, doch er lehnt ab und erklärt, dass er mit dem Fall Daniel Morcombe nichts zu tun hat. Es dauerte jedoch nicht lange, bis sich diese Aussage ändert. Im August 2011 trifft sich einer der Undercover-Polizisten als angeblicher Verbrecher namens Arnold mit Brad Cohen in einem Hotelzimmer, das mit versteckten Mikrofonen und Kameras ausgestattet war. Dieses Mal gelang es tatsächlich, Cohens volles Vertrauen zu gewinnen. Brad Cohen gibt vor den versteckten Kameras schließlich zu, was an dem Tag von Daniel Morcombes Verschwinden seiner Aussage nach wirklich geschehen ist. Cohen gibt an, Daniel alleine an der Bushaltestelle unter der Brücke gesehen zu haben. Er sieht, wie der Bus an dem Jungen vorbeifährt, also spricht er ihn an und erklärt, dass er mit seinem Auto auch zu demselben Einkaufszentrum fahren will, wo Daniel seinen Einkauf plante. Cohen bietet ihm an, in dem Auto mitzufahren und Daniel willigt ein. Die beiden steigen in das Fahrzeug, doch Cohen fährt nicht zum Einkaufszentrum, sondern zu einem verlassenen Haus in Biewa, nahe der Kings Road. Er gibt an, dass er angeblich noch schnell seiner Frau in dem Haus Bescheid sagen will, bevor die beiden zusammen zu dem Einkaufszentrum fahren. Cohen bietet Daniel an, für ein Glas Wasser mit reinzukommen und der 13-Jährige folgt ihm in das Haus. Dort versucht Cohen, sich an dem Jungen zu vergehen, doch er wehrt sich und Panik bricht aus, bei der Brad Cohen Daniel schließlich erwürgt. Er legt den Jungen wieder in sein Auto und fährt ein Stück weiter bis zum Ende der abgelegenen Straße, wo er Daniel aus dem Auto schleppt. Cohen trägt ihn eine Böschung hinab und legt ihn zwischen einigen kleinen Bäumen auf den Boden, wo er ihm seine Kleidung auszieht und den Körper mit einigen Blättern und Zweigen bedeckt. Die Kleidung und die Schuhe wickelt er dann zusammen und schmeißt sie später gebündelt von einer Brücke. Nach etwa einer Woche kehrte Cohen mit einer Schaufel an die Ablagestelle zurück, doch von dem Körper sei nur noch ein Knochen übrig gewesen. Bei späteren Untersuchungen werden im Umkreis von etwa 30 Metern 17 weitere Knochen von Daniel gefunden. Die Forensiker gingen davon aus, dass die Knochen sehr wahrscheinlich von verschiedenen Tieren in der Gegend verteilt wurden. In den Tagen nach seinem Geständnis vor der versteckten Kamera im Hotelzimmer führt Cohen einige Undercover-Polizisten sogar direkt zu der Stelle hin. Er wird vor Ort verhaftet und des Mordes an Daniel Morcombe angeklagt. Nach langen und umfassenden Gerichtsverhandlungen wird Brad Peter Cohen zu lebenslanger Haft verurteilt, mit einer frühestmöglichen Anhörung für Bewährung nach 20 Jahren. Die Richterin schließt die Verhandlung mit einer Ansprache an Cohen. Sie sagt: Aus meiner Sicht solltest du nicht nach 20 Jahren Haft entlassen werden, aber über diese Entscheidung habe ich keine Kontrolle.
Wann immer irgendjemand darüber nachdenkt, dich auf Bewährung zu entlassen, sollten sie sich an meine Worte erinnern. Du bist ein sehr überzeugender Lügner. Du wolltest Daniel nie ins Einkaufszentrum mitnehmen. Du hast nur daran gedacht, was du mit ihm anstellen könntest. Alles an dem, was du getan hast, war grauenhaft und eine Schande. Dies ist nicht nur ein Mord, es ist ein schrecklicher Mord mit weitreichenden Auswirkungen. Du bist anscheinend in normalen Verhältnissen aufgewachsen, doch du hast über dein Leben verteilt schreckliche Verbrechen begangen, die sich bis zu diesem Fall steigerten. Und wenn ich über die Verhältnisse spreche, in denen du aufgewachsen bist, muss ich auch an die anderen Opfer deiner Verbrechen denken. Deine Familie, deine Geschwister und am allerschlimmsten deine Kinder, die man für immer mit dir und deinem Namen verbinden wird. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du mir es gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Schau auch mal in die Videobeschreibung, dort findest du eine Playlist mit anderen spannenden Fällen. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Video.